hau drauf! Häng dich da raus! Du kannst nur noch mehr! Hallo Morris. Hallo Kelly. Hören Sie zu, Mann, ich tue Ihnen damit einen Gefallen. Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, nehmen Sie einen Schuldschein von mir. Das machen Sie doch mit allen. Warum nicht mit mir? Wo ist Horrible? Da. Da drin. Mit einem sehr wichtigen Kunden. Er hat gesagt, er will nicht gestört werden. Sag ihm, wer da ist. Ich soll Ihnen beistehen? Ich stehe nicht mal meiner Schwester bei. Suchen Sie sich einen Beistand zum Beistehen. Bin ich die Heilsarmee? Sie haben verloren, also zahlen Sie. Traumreisen verkaufe ich keine. Blackie ist da. Blackie? Was will er? Der Wetter machen? Er will zu dir. Ja, Moment. Und wer steht mir bei? Hä? Wer zahlt denn, wenn du gewinnst? Hab ich dir etwa gesagt, du sollst deine Miete verwetten? Ist schwer in Fahrt. Wenn du einen Trottel suchst, dann such woanders. Raus hier! Raus! Hier, Lady. Bezahlen Sie die Miete. Hüt sie der Himmel, mein Sohn. Hi, Kicker. Auf den 4. in Belmont. Todsichere Sache. Kurz und freundlich. Es dreht sich um ein Riesending. Spielsalon. Nein. Eine Sache in großem Stil. Nur für Betuchte. Nur das Beste von Besten. Natürlich kein Keller oder so. In einer richtigen Villa. Nein. Alles, was ich von dir will, sind 50 Riesen. Ich kümmere mich um den Rest. Versuch's in Fort Knox. Da war ich schon. Die schicken mich zu dir. Haben gesagt, du hättest das große Geld. Weißt du wieso? Ich arbeite ohne Partner. Ich brauche die 50, Sorrowful. Holst sie aus dem Spielschuppen oder räum eine Bank aus. Das kannst du doch. Ist es möglich, dass du nicht weißt, was Rezession heißt? Kleingeld ist schwer zu kriegen zurzeit. Deswegen komme ich zu dir, Freund und Spielkamerad. Ich habe auch keine Freunde. Du hockst noch immer auf dem ersten Cent, den du gemacht hast. Und das ist mehr wert als jeder Freund. Denk darüber nach. Hab ich schon. Überleg's dir nochmal. Nein. Es hat schon Leute gegeben, die so ganz plötzlich... Du weißt, ich will nur dein Bestes. Blackie, ich habe dich schon als Kind nicht leiden können, aber als Erwachsener bist du eine glatte Fehlplanung. Such dir für den Dreck einen anderen. Du gehst an deinem Glück vorbei. Es ist ein Jammer. Ich muss dir wohl den Weg zeigen. Was will er denn? Ach, gar nichts. Ist mir wurscht, was er will, aber gib's ihm. Der bringt auch seine Alte um wegen gar nichts. Er ist mir schon mal komisch gekommen. Da habe ich ihn in den Bach geschmissen. Ja, da war er mal gerade 12 Jahre alt und hatte noch keinen umgebracht. Mr. Jones, alles klar. Ich lasse ihn meine Tochter als Sicherheit da. Muss mein Glückstag sein heute. Wenn Sie meinen Schuldschein nicht wollen, dann lasse ich Sie eben als Pfand hier. In der Zeit hole ich das Geld. Eine bessere Sicherheit gibt's nicht. Das ist meine eigene Tochter. Hilf! Weg da! Mr. Jones, bitte weg! Blackie hat ihn erschossen. Einfach so. Was ist das nur für ein Mensch? Also dann alles Gute, Partner. Ruf mal ein paar Pelzfritzen an und frag, was sie zahlen.
Sag ihnen, es wäre ein Wolf. Hör doch auf mich, Sorrowful. Es kann doch die Welt nicht sein, was Blackie will. Also gib's ihm. Er ist irre. Mr. Jones, bitte. Ich hab nicht mehr viel Zeit bis zu dem Rennen. Der mischt dich doch unter den Beton. Ich brauche es. Ich hab die letzte Zeit kein Glück gehabt. Ich mag ihn nicht. Wer kann schon jemand mögen? Kann dich jemand mögen? Keiner kann dich mögen. Hat dem Hund einer wehgetan? Ja. Sie macht ihn garantiert keine Schwierigkeiten. Garantiert nicht. Das ist gemein. Ja. Er hätte Morris erschießen sollen. Das wäre billiger gewesen. Mr. Jones, bitte. Es ist aussichtslos, Junge. Ich brauche doch nur $10. Bitte, Mr. Jones. Schreib ihn auf, ein Zehner, aber lass das Kind nicht aus den Augen, verstanden? Gott segne Sie, Mr. Jones. Ich danke Ihnen. Hey! Hast du auch gehört, was ich gehört habe? Sohn, du warst gerade Zeuge eines echten Wunders. Ja, aber jetzt gehen Sie besser. Schätzlein, ich bin bald wieder da. Du wartest hier, okay? Herzchen, willst du dich nicht ein bisschen setzen? Es dauert sicher nicht lang. Gute Nacht, Mr. Jones. Nacht, Sorrowful. Kannst du mir sagen, was das ist? Ach ja, Ihr Alter ist noch nicht wieder da. Wie ist denn sein Pferd gelaufen? Hat nichts gebracht, habe ich gewusst. Pass gut auf Sie auf, er schuldet uns $10. Danke, Mr. Jones. Was soll das heißen, pass gut auf Sie auf? Wie soll ich das machen? Halt Sie an der Hand, Mensch. Deine Hände sind doch groß genug. Was soll ich denn mit ihr machen? Nimm sie mit nach Hause und lies ihr was vor. Du weißt doch, wo ich wohne. Da ist Damenbesuch nicht erlaubt. Ich bring sie zur Polizei. Hast du einen Knall oder was? Das Kind ist ein Pfandschein. Wir können sie nicht eher gehen lassen, als bis wir die $10 haben. Verstanden? Was, wenn er nicht wiederkommt? Tu mir einen Gefallen und mach mir das Leben nicht unnötig schwer, ja? Na gut, aber ich muss da was klarstellen. Es handelt sich hier um eine rein geschäftliche Angelegenheit. Also komm nicht auf irgendwelche Ideen, klar? Versprich dir nur ja nichts davon, verstanden? Hä? Okay, kannst reinkommen. Kannst du einen Mantel ausziehen? Gib mal her. Hier, setz dich hin. Jetzt ja nicht, du hast nichts zu Abend gegessen. Ist schon gut. Brigitte hat dich nicht gefüttert? Ist mir egal. Ich wette, du hast Hunger. Mein Daddy sagt, zu viel Essen ist nicht gut für Kinder.
Naja, von Pferden versteht er ja auch so viel. Willst du einen Kuchen? Ja, bitte. Oder willst du Cornflakes? Ja, bitte. Ja, bitte was? Was? Was ist das denn für ein Kuchen? Einer mit einem Loch drin. Was meinst du, was für ein Kuchen? Gezuckert? Hör zu, Kleine, das ist kein Restaurant. Er isst nicht mit Zucker. Ich esse gern Geleekuchen, Sie auch? Also willst du einen Kuchen ohne Zucker oder willst du Cornflakes? Was willst du? Ich möchte beides. Was ein Krach. Vielmals, darf ich bitte jetzt schlafen gehen? Klar, Kleine, hau dich ins Heu. Ich würde gerne vorher ins Bad gehen. Was da? Würden Sie mir bitte helfen, mein Kleid auszuziehen? Raus. Ich bin müde.
Das ist mein Bett. Sie können ja auch drin schlafen. Es ist doch riesengroß. Aha. Also so ist das. Ihr wollt mich reinlegen. Ich hab's gewusst. Wer ist da draußen? Dein Alter, was? Natürlich, Süße. Rutsch rüber. Ich bin gleich wieder da. Nutzen für sowas ein Kind aus. Den Wasserhahn kannst du wieder zudrehen. Der zieht dich bei mir. Aber wieder reingelegt. Okay, okay, mach eine Pause, ja. Du kannst nichts dafür, in Ordnung. Okay, ich glaub dir ja. Jetzt hör auf, ist ja gut. Wir finden deinen Alten schon wieder. Gehst mir auf die Nerven. Der Geizhals. Warum hast du kein Telefon? Hat mich dann jemand anrufen würde. Was willst du? Blackie lässt grüßen. Um zwei sollst du fertig sein. Wir machen eine kleine Reise. Ich habe mich noch nicht entschieden. Blackie will die Mäuse sehen. Was hast du über den Ross-McLanen-Kampf? Ross-McLanen 6 zu 6, McLanen. Gib mir den Favoriten für 2 Zehner. Leg 24 zu 20 hin und du hast McLanen. Wer ist denn die Kleine? Was für eine Kleine? Was ist das? Das ist ein Hund? Das ist eine Maus.
und er bellt sogar laut, warte. Perfekt, jetzt brauchen wir nur noch einen Einbrecher, der zuerst den Hund anbellt. Wo ist denn dieser Vater? Hast du gut geschlafen? In dem Bett, das rauf und runter ging. Nicht gekommen? Ist mein Daddy nicht hier? Auch nicht angerufen? Manchmal will er anrufen, aber dann hat er kein Kleingeld. Herzchen, willst du nicht ein bisschen malen da an der Tafel? Was sollen wir machen? Wir können sie nicht behalten. Die zeigen uns an. Wegen was? Wir haben doch Zeugen. Sie ist ein legitimer Pfandschein. Sie ist ein Kind, deswegen. Außerdem ist sie ein kleines Mädchen. Was für ein Bett geht rauf und runter? Vergiss es. Was sollen wir mit ihr machen? Wir bringen sie zur Polizei. Sie ist doch nur ein kleines Kind. Sie ist bloß $10 wert. Ich habe einen guten Ruf, sowas geht rund. Ich verliere 10 Jobs nur bei ein kleines Kind. Hör mal, es war ihr Vater, nicht sie. Sie ist doch dieselbe Familie. Also sie muss hier raus. Das ist schlecht fürs Geschäft. Kommt ein Kunde hier rein, sieht das Kind, da fällt ihm ein, er wäre besser zu Hause, als sein Geld zu verwetten. Unsere Kunden haben überhaupt kein Zuhause. Wenn der Alte auftaucht, hältst du ihn fest. Komm, Kleine. Nimmst du sie mit? Ja. Gut. Gefällt Ihnen mein Bild? Ja, sehr schön. Jetzt komm. Das auf dem Bild sind Sie. Unmöglich, der auf dem Bild lacht. Also komm jetzt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also nächsten Monat. Hey, Sorrowful, siehst du den Spiegel? Ich kann rausgucken, die können nicht rein. Ich habe alles fest im Griff. Alles. Klasse, große Klasse. Also, warum lerne ich deine Puppe erst heute kennen? Wie heißt sie denn? Wie ist dein Name, Süße? Na komm, sag Onkel Plecki, wie du heißt. Vielleicht kann sie dich nicht leiden. Alle Kinder sind verrückt nach mir. Aber vielleicht ist sie gar kein Kind. Vielleicht ist sie ein Zwerg. Wie alt bist du, Süße? Sie ist kein Zwerg, sie ist ein Kind. Was willst du noch wissen? Ich will's genau wissen. Mach den Mund auf, Süße. Sie ist auch kein Gaul. Ja, wieso redet sie da nicht? Mach den Mund auf, hä? Mach ihn auf. Ich bin 6. Ach, tschüss. Sieh dir das an. Fast bis auf den Knochen. Vielleicht kriege ich eine Infektion. Sorrowful. Das hat sie von dir. Du hast auch keine guten Manieren. Du hast am Roulette rumgetrickst. Ich kann Glücksspiele nicht ausstehen. Blackie, du warst schon immer ein dummer Ochse. Es ist kein Glücksspiel, wenn dir der Spieltisch gehört. Dieser Kasten hier wird was ganz Exklusives. Nur für die oberen 10.000. Die erwarten, dass sie verlieren. Und sie können sich auf mich verlassen.
Die oberen 10.000 haben Verbindung zu den oberen Bullen. Und wenn die merken, dass du ein faules Spiel mit ihnen spielst, landest du auf der Fresse. So schnell kannst du gar nicht nach deiner Mama brüllen. Wie sollen sie es denn rauskriegen? Die Oberklasse kriegt's immer raus, wenn die Unterklasse sie linken will. Das solltest du dir auf deinen Arsch tätowieren lassen, du Arsch. Bitte, ja? Echt wahr, Sorrowful. Du bist ein Großmaul. Was hast du noch gezinkt? Nur die Würfel. Tausch sie aus. Du gibst dir einen Haufen Kommandos, weißt du das? Wenn du erst mal weißt, wo es lang geht, kannst du die Befehle geben. Außerdem hätte ich gerne Quittung für mein Geld. Eine Quittung? Wofür brauchst du eine Quittung? Ich bin dein Partner. Hast du nicht ein kleines Kind gesehen, so hoch? Nein. Vielleicht. Vittorio, hey, Vittorio, hast du ein Kind gesehen? Ungefähr wie hoch? So hoch. So hoch? Nee. Haben Sie nicht ein Kind gesehen? Ungefähr so hoch? Was für eine Sorte Kind? Mädchen oder ein Jung? Mädchen. Wie hoch? Na ja, hoch. So hoch. Sind Sie sicher? Nicht niedriger? Was sind Sie, Schneider? Brauchen Sie es genau? Na, hören Sie mal, soll ich Ihnen ein falsches Kind schicken? Sie ist da hinten rausgelaufen. Danke. Oh. Halt! 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 Wie kannst du mir sowas antun? Willst du unbedingt sterben? Seit wann bist du ein Jockey? Entschuldigung, wir sind nur ein bisschen geritten. Das war lustig. Lustig? Und wer bezahlt das Krankenhaus, wenn du auf den Kopf fällst? Es tut mir leid, ich hätte sie natürlich fragen müssen, aber es war niemand da und ihre Tochter wollte so gerne... Sie ist nicht meine Tochter. Ich bin ein Pfandschein. Ah, Sie sind Blackies Freund, der mit dem vielen Geld. Was für Geld? Ich bin Amanda Worthington. Ja, ist gut. Komm da runter, komm. Kann ich nicht noch ein bisschen reiten? Du wirst... Doch, das kann sie. Halten Sie mal, seien Sie so nett, ja? Ich soll ein komm, Pferd schön halten. Vorsichtig, ja? Okay. Wie meinen Sie das? Halten Sie mal. Wie geht das? Sie machen es genau richtig. Großartig. Keine Sorge, die Kleine ist sicher. Das ist ein sehr sanftes Tier. Sind Sie versichert? Sie sind genauso, wie Blackie sie geschildert hat. Wissen Sie, ich bin Blackies Partner. Ach ja? Ja, irgendwie bin ich ja nun auch Ihr Partner. Aha. Ich bin für das Haus zuständig. Weshalb? Oh. Es gehört mir, es ist mein Haus. Aha. Naja, es gehört der Bank, ehrlich gesagt. Aber erst seit dem Tag, an dem mein lieber Mann aus dem Fenster gesprungen ist, statt den Aufzug zu nehmen. Aha. 23 Stockwerke. Das hat unsere Beziehung entscheidend verändert. Naja. Jedenfalls, all das wird bald wieder mir gehören. Wieso auch nicht? Es ist nicht nur Habgier. Ich bin hier aufgewachsen. Ich will mein Haus wieder haben. Ich will mein Zimmer wieder haben. Ich will Sir Galahad reiten. Ach, deswegen der Handel mit Blackie. Das finden Sie wohl nicht gut. Immerhin wird er nie aus dem Fenster springen. Der schubst Sie höchstens raus. Aber gerade das reizt mich vielleicht so an ihm. Geben Sie mir bitte mal den Halfter. Blackie ist wirklich attraktiv, finden Sie nicht? Mhm, wenn man Schlangen mag. Stimmt es? Hat er wirklich schon mal jemanden umgebracht? Ja, wenn, dann von hinten. Hat das Tier schon mal ein Rennen gewonnen? Er ist noch nicht oft gelaufen, erst 6 Mal. Was war denn sein bester Platz? Der 5., aber wie? Ja, klar. 5. Er ist sehr sensitiv. Er ist ein langsamer Starter und hat Probleme mit dem Gatter. Sie meinen, es irritiert ihn? Blackie hat mich ja gewarnt. Ich habe Blackie mal ins Wasser geschmissen und wieder hochkommen lassen. Das war ein größter Fehler. Komm, Kind, wir gehen. Gib ihr ihren Sir Gallagher wieder. Galahad. Pferd ist Pferd. Blackie sagt, dass sie nie lachen und dass ihnen nichts gefällt. Lachen ist Zeitverschwendung. Und was soll mir auf dieser gammligen Welt schon gefallen? Hey, wo guckst du denn hin? Dein Partner ist da drüben. Willst du wetten, ich sag's? Nein, ist schon okay. Ich will nur mit ihm reden. Ganz schön spannend. Sagen Sie, wissen Sie, wie spät es ist? Da drüben ist eine Uhr. Dieses Kind sollte zu Hause sein und im Bett. Lady, ich versuche hier meinen Lebensunterhalt zu finden. Sie sind noch nicht mal Ihr Vater. Sie haben kein Recht, Sie so zu... Wie viel nimmst du auf McNamara? 6:05.
Vergiss es. Also wie viel? 2:1. Ich gebe dir 8:5. Okay. Sind Sie irgendwie verwandt mit ihr? Ich muss mein Vermögen verwalten. Ja, davon habe ich gehört. Sie behalten einen Menschen als Schuldschein. Sie ist kein Mensch, sie ist ein Kind. Ganz genau. Und sie gehört um diese Zeit nicht hierher. Sie gehört ins Bett. Okay, Lady, Miss Worthy, was weiß ich wie. Wenn Sie sich hier einmischen wollen, suchen Sie dem Kind seinen Vater. McNamara? McNamara, 7:5. Ich habe 8 gehört. Wenn Sie warten, hören Sie 6. Oben. Wieso? Ist ein Polizistenball? Er schnüffelt rum und fragt nach dem Kind. Hat Ihr Alter sich gezeigt? Kein Stück. Wir müssen sie zurückgeben. Zeig ihr unsere Stadt. Sei vernünftig und halt uns die Bullen aus dem Laden. Spendier eine Soda, irgendwas. Vergiss das irgendwas. Nur eine Soda. Und verschwinde hier aus der Gegend. Ah, Brannigan. Wunderschönen guten Morgen, Sorrowful. Was wünschen Sie? Ich bin ja kein echter Tippbruder, aber ich setze mal $2 auf Little Flower. Kalamazoo. Das Rennen ist bereits gelaufen. Was Sie nicht sagen. Jetzt werden Sie gleich staunen. Ich habe gewonnen. Ist ja toll. Ich hab's gewusst, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Das wird ein glücklicher Tag, dachte ich mir. Nein, wie recht ich doch hatte. Mhm. Weshalb sind Sie hier, Brannigan? Ja, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, ist eine Quittung von mir. Woher haben Sie die? Gefunden bei so einem armen Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben. Tatsächlich? Ein paar Kinder haben ihn reinspringen sehen, aber es war zu dunkel, ihn zu finden. An der 14. Straße hat der Fluss ihn ausgespuckt. Der dritte Selbstmord diese Woche. Wer ist es? Sie servieren einen sehr guten Kaffee, Sorrowful. Macht 5 Cent. Fairer Preis. Also, wer war der Kerl aus dem Wasser? Aus Pittsburgh. Arbeitslos. Die Frau ist letzten Monat gestorben. Er ist hierher gekommen mit seiner kleinen Tochter. Gott allein weiß, was er hier erwartet hat. Sie wollen doch nicht sagen, ich hätte mit dieser Sache... Oh, nein, nein. Nein, das hat er ganz allein getan. Die Tochter, die suchen wir. Sie ist verschwunden. Vielleicht ist sie daheim. Es gibt kein Daheim. Wir können keine Verwandten finden. War sie bei ihm, als er hier war? Ich denke schon, ja. Was passiert, wenn Sie das Mädchen finden? Waisenhaus. Wissen Sie, na, das ist ja ein netter Anblick. Soll das die Verlierer aufheitern? Sieht ein bisschen aus wie Sie. Bis auf das Lachen, das stimmt nicht. Sind die beiden zusammen von ihr weggegangen? Ja, ja, doch. Meinen Sie, er hätte sie bei uns gelassen? Oh nein, natürlich nicht. Wäre ja eine glatte Sünde, ein kleines Mädchen in so einem Laden zu lassen. Willst du ein Glas Milch? Nein, danke. Milch soll große Klasse sein, wenn man nicht schlafen kann. Mein Daddy liest mir immer eine Geschichte vor, wenn ich nicht schlafen kann. Hast du gern, magst du gern Geschichten mit Pferden? Ich hab sehr gern Black Beauty. Mach die Augen zu. Es
Swiss Miss übernahm eine glasklare Führung unter der drängenden Taktik von Jockey Sal Pizzarelli, kämpfte sich spielerisch durch die ersten 200 Meter der Einlaufbahn und ermüdete überraschend auf der Zielgeraden. Top Sergeant. Wieso ist sie denn müde geworden? Weil sie eine Klasse zu hoch gelaufen ist. Seit wann gehen Pferde denn in die Schule? Willst du zuhören oder willst du Bemerkungen machen? Ich werde jetzt ruhig sein. Quasselstrippen sind nicht sehr beliebt. Top Sergeant gewann währenddessen Boden, verlor aber in der letzten Geraden an Tempo und konnte dem Sieger nicht gefährlich werden. Sweet Sue ermüdete ziemlich arg, Abbe's Tornado zeigte gar nichts, Bonbon hatte nur anfänglich Tempo, Death's Legacy fiel um mehrere Längen zurück. Kannst mal auf den Geber bei Blackjack ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Geschäfte von dem sind nicht ganz gerade. Gesehen. Und die Braut am zweiten Tisch, auch beim Blackjack, hat ein gelbes Kleid an. Die schiebt sich pausenlos Chips im BH. Gesehen. Mr. Sorrowful? Ja, was? Wie viel ist das? $100. $100? Ja, aber keine dummen Tricks, hörst du? Die wissen zufällig, wie viel da liegt. Geh und sag Blackie, dass Big Max da ist und putzmunter die Würfel vertauscht. Das soll der nicht. Nicht am ersten Abend. Wer hat ihn überhaupt hier reingelassen? Ihr habt doch alle getönt, das wäre ein Klasseladen. Hat ein Smoking an. Wir haben alle gedacht, es wäre ein Kellner. Hey, Sorrowful. Zähl das bitte, bevor ich es in Safe tue. Hallo. Ich habe gehört, du bist hier. Wie geht's Sir Galahad? Bestens. Er läuft bald ein Rennen. Möchtest du das vielleicht gerne sehen? Darf ich? Darf sie? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Gefällt Ihnen mein neues Kleid? Lass mich mal sehen. Sag gute Nacht, Max. Gute Nacht. Es ist wundervoll. Es ist ein Armeekleid. Ich dachte, die Armee hätte nur Uniformen. Es kommt von einer ganz besonderen Armee. Oh. Dafür ist es auch besonders hübsch. Meinst du nicht, wir sollten es ein bisschen kürzer machen, damit du nicht drüber fällst? Komm, wir gehen nach oben. Was ist denn mit dem Kleid? Es ist ein bisschen zu lang. Ist vorschriftsmäßig. Darf ich mit dir gehen? Wenn du gehen willst, geh. Danke sehr. Vielen Dank. Sehr nette Leute da draußen. Abwarten, Junge. 7, jedes Mal. Hat er ein Glück, dass Blackie so gut gelaunt ist. Ich wollte ihm die Arme brechen, sagt Blackie. Nein, nur die Finger. Willst du sie, Herbie? Nein, ich habe meine eigene. Oh, danke. Wo gehst du denn hin? Ich gehe mal gucken, ob jemand klaut. No. Siehst du? Es ist schief. Danke sehr. Na ja, es ist ein bisschen schief. Ich kann wohl besser mit Pferden umgehen als mit Säumen. Hast du nicht Lust zu spielen in einem richtigen Spielzimmer? Das war mein Kinderzimmer. Ich habe alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Sie halten dieses kleine Wesen wirklich wegen Lösegeld fest? Woher haben Sie denn den Quatsch? Sie haben doch gesagt, sie ist ein Schuldschein. Ich passe auf Sie auf, solange bis Ihr Vater wiederkommt. Wo ist denn die Mutter? Sie hat keine Mutter. Ihre Mutter ist abgekratzt. Und der Rest der Familie? Sind Sie vom Tierschutzverein? Da ist keine Familie. Was ist, wenn der Vater nicht zurückkommt? Ich meine, heutzutage gibt es viele Eltern, die ihre Kinder aussetzen. Was dann? Sie sind eine ganz schön neugierige Dame.
Ich sehe doch, wie Sie sie herumschleppen. Nennen Sie das aufpassen? Nie ist sie zu Hause, keine Nacht. Sie schläft den ganzen Tag. Schlaf ist Schlaf. Sie ist doch ein Kind, sie braucht Sonne. Außerdem müsste sie zur Schule. Ist sie regelmäßig? Können Sie ihr ein richtiges Zuhause geben? Hören Sie zu, Lady. Ihr Verhör geht mir ganz schön auf den Geist. Ich glaube, ich habe mich eben verhört. Sagten Sie gerade Geist? Ich habe bisher keine Anzeichen von Geist bei Ihnen registriert. Warum sind Sie gekommen? Was? Sie haben gesagt, ich gehe Ihnen auf den Geist. Also, was wollen Sie hier? Ich wollte nach der Kleinen sehen. Wozu? Ich weiß nicht mehr, was ich hier wollte. Ich muss wohl mal meinen Kopf untersuchen lassen. Wiedersehen. Hey! Ich glaube, Sie sind gar nicht so sauer, wie Sie aussehen. Wetten Sie nicht drauf. Sie ist oben, oder? Ja. Wie findest du sie? Sie hat sie nicht alle. Ich hab sie auch sehr gern. Sie ist mein Mädchen, Sorrowful. Weiß sie das? Ich weiß das. Und du weißt das jetzt auch. Und das sind wir ja schon zwei. Wie, was? Wofür brauchst du einen Koch? Du gibst der Kurz ein bisschen Silber und sie geht zum Automat. Ein Kind braucht dreimal täglich eine ordentliche Mahlzeit. Hat ich irgendeinen Koch bei uns Schulden? Benny Lightfingers? Ich hab nach dem Koch gefragt, nicht nach dem Taschendieb. Er hat's gelernt in Ding Ding, Sing Sing. Hat das auch richtig gelernt? Eine Niete kann ich nicht brauchen in der Küche. Immerhin hat er den berühmten Arsenschmorbraten gemacht, den der den quiekenden Phyllis umgehauen hat. Junge, Junge, das habe ich nicht gewusst. Phyllis letzte Worte waren delikat, wie bei meiner Mutti. Er braucht ja nicht immer mit Arsen zu kochen. Es schmeckt doch sehr gut, wenn er ohne kocht. Du musst ihm nur sagen, was du gerne isst. Sag Benny, wenn er für mich kocht, vergesse ich auch, was er mir schuldet. Und dann hätte ich gern ein Dienstmädchen. Ganz leicht, Lola Ledoux. Die hatte schon immer ein sauberes Haus. Bei der durften die Mädchen noch nicht mal rauchen. Ach, das war aber nur wirklich eine ganz andere Art Haus. Was ist mit dem Lehrer? Was für ein Lehrer? Das Kind kann nicht zur Schule gehen. Sie muss hinterm Vorhang bleiben. Das heißt aber nicht, dass sie dusselig bleiben soll. Wie wär's zum Beispiel mit Mrs. Clancy? Mrs. Clancy ist keine Lehrerin, sie ist eine Putzfrau. Richtig. Und wo putzt sie, du Blödmann? In einem Klassenzimmer, in der Schule. Sagen Sie denn direkt, dass Sorrowful Jones möchte Ihnen sprechen. Sind Sie etwa der Kammerjäger? Er weiß Bescheid. Hör zu, seit 30 Jahren putzt sie die Penne, da wird sie doch wohl ein paar Tipps aufgeschnappt haben. Sorrowful, sollen wir nicht doch lieber zu Brennigan gehen? Ich meine, so ein Waisenhaus, das ist doch nicht mehr so schlimm wie früher. Was redest du denn von Waisen? Du solltest dich viel mehr um mich sorgen. Stell dir vor, ich bring das Kind jetzt zu Brennigan. Weißt du, was der mir dann anhängt? Kidnapping. Hier lang. Die schleppen mich auf der Stelle vor Gericht, Mann. Wenn ich einen teuren Anwalt bezahle, kann ich Glück haben und krieg lebenslänglich. Oh nein, Freund, ich gehe für keine Puppe auf der Welt in Knast, egal wie klein sie ist. Sie gehört zu mir, solange bis mir eine Lösung einfällt. Habe ich Sie nicht gebeten, sich von meinem beruflichen Wirkungskreis fernzuhalten? Ich zahle meine Schulden, ich habe immer bezahlt. Ich warne Sie. Kommen Sie mir nicht mit den üblichen Grobheiten. Ich werde ohnmächtig. Das ist nicht nötig. Ist versprochen. Ich wollte nur ein bisschen trainieren. Gib's ihm, wenn du runtergehst. Sag ihm, du hättest es gefunden. Willst du, dass ich verroste? Hast du vergessen, dass du einen neuen Job hast, Benny? Ab sofort wird am Kochtopf trainiert. Meine Güte, diese Wohnung ist ja zauberhaft. Benny, an die Arbeit. Die Küche ist da. Ich habe immer gehofft, ich könnte mir mal so ein Haus wie das hier leisten. Da hält man sich doch wenigstens die Saufbrüder vom Hals.
Außerdem zwei oder drei Mädchen würden reichen. Hör auf zu träumen. Fang an zu kochen. Kochen? Was denn? Ist ja nichts da. Es ist doch Wasser da. Geh hol ein paar Knochen und mach Suppe. So, hier. Na, ist das nichts? Eins für dich und eins für mich. Dann sind wir uns gegenseitig nicht mehr im Weg. Es ist wunderschön. Hm, auf so einer Matratze hast du in deinem Leben noch nicht geschlafen. Los, probier mal. Na? Du hast sogar ein eigenes Badezimmer. Kennst du irgendein Kind, dem es so gut geht? Brauchst nicht mal abzuschließen. Sieh dir das an. Waschlappen, Seife, Handtücher. Na? Mr. Sorrowful. Ja, was? Warum sind wir denn hierher? Wie meinst du das? Warum? Wenn mein Daddy doch bald wiederkommt. Naja, ich will mein eigenes Bett. Ich will auch vergrößern. Ich brauche mehr Platz. Du denkst doch wohl nicht, ich ziehe wegen dir um, oder? Ist mein Daddy tot? Dein Alter ist unterwegs, der besorgt Kohle. So etwas dauert, du musst Geduld haben. Jedes Mal, wenn er wegfährt, schickt er mir eine Postkarte. Vielleicht ist er irgendwo, wo es keine Postkarten gibt. Soll ja solche Nester geben. Kommt er wieder? Natürlich kommt er wieder, warum denn nicht? Meine Mami ist weggegangen und ist nicht wiedergekommen. Hör zu, da war doch eine Dame mit dem Pferd, erinnerst du dich? Das Pferd läuft ein Rennen, übermorgen. Sir Galahad? Ja. Und durch einen großen Zufall sind da draußen auf der Rennbahn ein paar wichtige Geschäfte zu erledigen. Also, wenn du mitkommen willst, kannst du mitkommen. Kann ich? Sag ich doch gerade. Bist du taub oder wachsen in deinen Ohren Kartoffeln? Danke vielmals. Aber mach dir ein Schloss an den Mund. Die meisten Menschen sind nicht so wie ich. Sie haben nicht gern kleine Kinder, die durch die Gegend sausen und dumme Fragen stellen. Hä? Pass auf, da ist ein Huhn. Pass auf, komm. Ist er nicht wundervoll? Wer, das Pferd? Naja, wenn er gewinnt, ist er wundervoll. Aber so lange ist er bloß ein Pferd. Ich finde ihn wundervoll. Was weißt du schon? Du bist ein Kind. Hi. Wir sind gekommen. Wie nett. Alle beide sogar. Ich hab hier zu tun. Darf ich ihn streicheln? Ja, aber ganz vorsichtig. Er ist etwas nervös vor dem Rennen. Pass auf. Nicht so nah am Maul. Ach, was, er beißt nicht. Es war nett, Sie mitzubringen. Ich weiß, Sie sind geschäftlich hier. Ach ja, ich möchte auch wetten. Auf ihn? Ich sage 30 zu 1, oder ist das zu hoch für Sie? Lady, ich lebe von Leuten, die auf diese Weise setzen. Dieses Mal wird er es schaffen. Kein anderer wird laufen wie er. Er wird weit vorn sein. Und ganz allein. Lady, dieser Gaul hat kein Tempo. Er gibt auf. So etwas tut er nie. Ich habe seine Rennen nachgeschlagen. Wenn er Letzter werden will, muss er sich anstrengen. Okay, wie viel wollen Sie setzen? $100. Nein, 200. Ihre Mäuse. Wann gehen wir denn das Rennen anschauen? Jetzt auf der Stelle. $200, Sir Galahad. Wieso haben Sie seine Rennen nachgesehen? Weil ich sowas immer mache. Also nichts Persönliches? Was heißt persönlich? Ein Gaul ist ein Gaul. Pass auf, das Huhn. Das Feld ist noch immer dicht zusammen. McRose hat Mühe, die Führung zu behalten. Auch Prinz John unter McMiller ist zurückgefallen. Das letzte Pferd in der Zielkurve ist Sir Galahad. Und da ist das Ziel. McRose macht einen knappen Sieg. Dicht gefolgt von Tipperary, der damit einen überraschenden zweiten Platz herausgeholt hat. Dritter, Resident unter Johnson. Es ist meine Schuld. Es ist nicht die richtige Strecke für ihn. Finden Sie nicht, 1,5 Meilen wären besser für ihn? 1,5 Meilen, was sagen Sie? Wenn Sie ihm eine Menge Zeit dazu geben? Er hat aufgeholt, gegen Ende meine ich. Er ist kein Sprinter, er lässt sich eben Zeit. Sie werden sehen, das nächste Rennen. Also jetzt. Ach, kommen Sie, wir. Eine Überschwemmung ist das Letzte, was ich brauche. Kommen Sie, wir. Okay, kommen Sie, kommt jetzt. Wohin? Sie ist völlig erledigt, nur weil sie einer Flasche zugejubelt hat. Jetzt zeige ich ihr einen Gaul, der nie verliert, egal welche Strecke. Garantiert!
Jetzt sieh. Keine Sorge. Er sorgt sich. Wofür ist denn das viele Wasser? Das ist Suppe. Ja, um Gottes Willen, wie viele Leute wohnen denn hier? Er kocht immer für 600, drunter kann er nicht. Oh nein. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das macht ja nichts. Das haben wir gleich. Ist das Schmorbraten? Ich liebe Schmorbraten. Finger weg von dem Schmorbraten! Wieso? Er sieht köstlich aus. Man kann nie wissen, was in so einem Schmorbraten alles drin ist. Hier, das können Sie essen. Hm? Was bildet er sich ein? Der verwechselt mich mit Rockefeller. Was soll ich mit dem ganzen Zeug? Kriegt Schmiergelder vom Kaufmann, diese miese Ratte. Was soll ich denn hiermit machen? Der kann was erleben morgen. Ich schlachte ihn diesen Morgen. Was ist das? Wie sieht's denn aus? Man könnte meinen, es ist ein Flunder oder sowas. Nein, Weißfisch, geräuchert. Sagen Sie bloß, Sie hätten sowas noch nie gegessen. Nein, ich bin im Ausland groß geworden. Also hier, hier, versuchen Sie. Das ist eine Delikatesse. Ja? Ja, ist fantastisch. Hier. Oh, das ist eine Grete. Schmeckt nicht schlecht. Mhm. Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Passen Sie lieber auf die Geräten auf, an sowas kann man sterben. Da ist eine. Waren Sie mal verheiratet? Das ist eine blöde Frage. Ich frage nur, weil ich Sie so häuslich finde. Sie suchen diese hübsche Wohnung, Sie sind so nett zu der Kleinen und zu dem Fisch. Lady, was wissen Sie überhaupt Sie über mich? Sie sind ein Schwindler. Zitrone, die fehlt. Komisch, dass Sie noch nie erwischt worden sind. Wahrscheinlich hat noch nie einer richtig hingesehen. Und wenn er es getan hat, haben Sie sich gut verstellt. Hören Sie zu, Lady. Ich bin keine Lady. Ich habe keine Titel. Ich bin Amanda. Oder Mrs. Edgar Worthington oder irgendein anderer Spitzname, der Ihnen einfällt. Sie treffen wahrscheinlich alle zu. Hören Sie zu, Amanda. Schon besser. Warum haben Sie denn nicht wieder geheiratet? Die Männer waren mir alle nicht gut genug. Zu den Männern gehöre ich wohl auch.
Sie haben recht, es ist spät. Ich suche meine Männer grundsätzlich selbst aus, klar? Glasklar, ja. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Vielleicht erinnerst du dich. Ich dachte, Sie wären draußen mit dem Kind. Welches Kind? Warum gehen Sie nicht wieder ins Bett, stehen wieder auf und fangen noch mal ganz von vorn an? Wie viele Kinder wohnen denn wohl hier, hein? Wie meinst du, dass sie ist draußen? Mit wem ist sie draußen? Ja, wieso fragen Sie mich das? Ich weiß nur, dass sie nicht da ist. Sie ist entführt worden. Wer war es? Wo sind Sie hin? Wo ist sie? Sie meinen Ihr kleines Mädchen, Mr. Jones? Sie wissen genau, wen ich meine. Sie war alleine, als sie ging. Ist das wirklich wahr? Es war keiner bei ihr. Ich bin nicht blind, Mr. Jones. Konnten Sie sich nicht aufhalten? Ich meine, so ein kleines Kind und geht ganz alleine raus? Mein Aufgabenbereich erstreckt sich nicht auf die Beaufsichtigung von Kindern. Trotzdem habe ich Sie natürlich gefragt, wo Sie hinwollen. Und? Sie dürfen nämlich nicht denken, wir kümmerten uns nicht um unsere Mieter. Das Wohl des Mieters ist auch unser Wohl, Mr. Jones. Wo ist sie hingegangen? Sie hat gesagt, sie wollte ihren Vater suchen. Wir haben eigentlich angenommen, Sie wären Ihr Vater. Hey, hast du nicht ein kleines Kind da drüben aus dem Haus kommen sehen? So ungefähr 6, glaube ich jedenfalls. Ein cleveres kleines Mädchen. Was hatte sie an? Ich weiß nicht genau, was sie anhatte, aber sie... Habt ihr nicht ein Kind gesehen? Was für ein Kind? Mädchen oder Junge? Wie groß? Was ist denn mit euch los? Ist das hier ein Quiz? Sie ist abgehauen. Wir müssen sie finden. Wenn die Bullen sie sehen, ist sie reif fürs Waisenhaus. Wenn ich bloß wüsste, in was für eine Richtung sie ist. Wenn du ein Kind wärst, wo würdest du hingehen, hä? Ist doch vollkommen klar. Dahin, wo du immer mit deinem Alten warst. Wahrscheinlich irgendein Hotel, wahrscheinlich eine miese Gegend. Brooklyn oder noch schlimmer, Jersey. Du hast überhaupt nichts an... Die Bullen werden längst wissen, wo sie ist. Die sind doch die Größten im Rumschnüffel. Wer von denen steht bei uns in der Kreide? Donovan. Donovan. Er wird es uns sagen. Wir streichen ihn dafür aus dem Buch. Das ist die Idee. Los, komm. Du meinst nicht, es wäre besser, du ziehst dir erst mal was an? Wieso sagst du mir das erst jetzt? Sie ist hier? Ja, sie wollte nach ihrem Vater sehen. Ist irgendwas mit ihm? Wo habt ihr sie denn? Sie ist oben in dem Zimmer, das Sie immer hatten. Ich glaube, sie dachte, er wäre noch da. Ist der in Schwierigkeiten? Hey, wer sind Sie eigentlich? Freunde, Familie. Los, komm, schnell. Ich suche meinen Daddy. Ja, wir suchen später weiter. Wir haben jetzt keine Zeit. Komm. Wo ist euer Hinterausgang? Ich soll Sie hier behalten, bis die Polizei kommt. Sie ist draußen. Sie haben nichts gesehen, okay? Wo ist er? Wollen Sie zusehen, wie ein armes Kind den Bullen ausgeliefert wird? Wo ist es? Da lang und dann die Treppe runter. Danke. Ich muss meinen Daddy finden. Der ist nicht hier. Doch ist er wohl, das weiß ich. Ich weiß es. Dein Daddy ist nicht hier. Ich hab's dir gesagt. Der ist gar nicht hier in der Stadt. Wo ist er? Ich erzähl's dir, aber erst gehen wir heim. Ich versprech's dir. Sie haben versprochen, dass mein Daddy wiederkommt. Bald, hab ich gesagt. Bald! Na, verdammt nochmal! Ich will nicht mit ihm gehen. Ich mag sie nicht mehr. Sie sind ein Lügner. Was soll das? Komm jetzt! Ich finde meinen Daddy! Du kannst ihn nicht finden! Kann ich wohl! Kannst du nicht! Kann ich wohl, kann ich wohl! Dein Daddy ist tot! Meine Mami ist tot. Mein Daddy ist weggegangen, um Geld zu besorgen. Er ist tot. Das hast du gesagt, du selbst. Dein Daddy ist tot.
Es ist besser, wenn Sie mal raufkommen. Hey, willst du das Pferd besuchen? Es ist hier unten in seinem Stall. Du könntest ein bisschen reiten. Oder du, willst du vielleicht Roulette spielen? Das machst du doch so gern. Ich habe eine bessere Idee. Wir fahren nach Coney Island. Vielleicht fahren wir sogar zu dritt. Luna Park, Pony reiten. Die haben gute Würstchen da draußen. Es tut mir leid. Ich bitte dich um Entschuldigung, okay? Aber ich meine, dein Vater, weißt du. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du bei mir bleiben willst, ist okay. Ich meine, es ist gut. Nur putz dir die Nase und du... Ihre Karte, Sir. Spar dir deine Witze für einen Zirkus. Was war das? Tut mir leid, Sir, das ist privat. Also. Wer ist denn sonst? Was ist mit deinem Anzug? Den habe ich an. Wieso? Was ist mit deinem richtigen Anzug? Der hängt im Schrank. Was soll das heißen? Du kaufst dir einen Anzug? Nein, den haben sie mir geschenkt, weil ich so gut aussehe. Ich laufe Reklame für den Laden. Alles in Ordnung, Blackie? Es wurde verdammt Zeit, dass du kommst. Der Kerl da am Roulette, der macht uns alle. Was für ein Kerl? Ein Ekelpaket. Weißt du, wie viel er schon gewonnen hat? Millionen. Und ich muss sie ihm bezahlen. Die gibt er dir schon wieder. Hätte ich doch nicht auf dich gehört, du Saubermann. Sei doch ruhig. Wie meinst du das? Sei doch ruhig. Ja. Das Personal ist nicht fähig, auch nur eine Hand zu rühren. Ihr Anblick hat deine Erschütterung ausgelöst. Nur weil ich mir einen Anzug kaufe, stürzt hier der Himmel ein. Wann hattest du den anderen gekauft? Bei der Abschlussfeier vom Kindergarten. Wir müssen was unternehmen gegen diesen Glückspilz. Dreh dich noch um. Er steht Ihnen aber wirklich gut. Ist Maßarbeit. Das merkt man, er sitzt gut. Außer vielleicht hier nicht so ganz. Das habe ich mir extra machen lassen, für den Halfter. Das haben Sie sich machen Natürlich. Lassen? Natürlich. Du fasst doch keine Klara an. Ich geb's zu, er ist nicht direkt du für mich Du hast eben gesagt, es wäre maßgeschneidert. Ja, maßgeschneidert, aber nicht für mich. Für Frankie McPhillips, den haben sie nach der ersten Anprobe zusammengeschlagen. Da haben sie dir hoffentlich einen guten Preis gemacht. Hey, gib mir neue Kohle. Ich hab gedacht, ich nehme ihm alles wieder ab. Denkste, genau umgekehrt. Seht euch diesen Kerl an. Es ist unglaublich. Einfach unglaublich. Oh, hallo, Mr. Blackie. Sowas von der Strähne. Ich hab schon mal so einen Kerl gesehen. In Havanna, Was denn in so Kuba. Viel? Der hat die Bank gesprengt. So, hier ist auch nicht mehr viel drin. Du schaltest ihn jetzt aus, kapiert? Mach das nicht. Oh Mann, halt du dich da raus! Er sprengt uns, du hörst es doch. Wenn wir ihn ausschalten, sind wir raus aus dem Geschäft. Das ist doch logisch. Da können wir genauso gut auch jetzt zumachen. Das will ich sehen. Rien ne va plus. Was sagt man dazu? Sieh dir das an! Nicht zu glauben! Entschuldigung, das wär's für heute Abend. Mr. Adams hat die Bank gesprengt. Oh. Ich gratuliere. Und mit dir rede ich noch. Ich will eine schlechte Kassiererin. Hände ab! Soll ich jetzt den Safe zumachen? Weswegen? Ja. Ruf mich an, wenn du einen neuen Laden aufmachst.
Sie sehen wirklich fabelhaft aus in dem Anzug. Danke. Keine Angst, Sorrowful. Wir holen uns das alles wieder, wenn Sir Galahad sein Rennen läuft. Wir werden ein Vermögen gewinnen. Sie machen mir wirklich Mut. Wir fangen von vorne an, das ist alles. Blackie darf Ihnen keine Vorwürfe machen, sie trifft keine Schuld. Blackie weiß gar nicht, was Schuld heißt, das ist ein Fremdwort für ihn. Sie haben doch keine Angst vor ihm. Was soll schon groß passieren? Er macht einen Sieb aus mir, das ist alles. Oh nein, man hängt nicht das Lamm auf, wenn man das Schaf meint. Wenn ich kapiert habe, was das bedeutet, denke ich darüber nach. Wenn man das Pferd verliert, verliert man den Wagen. Hören Sie, ich habe einen etwas harten Tag hinter mir. Es bedeutet, diesmal beobachtet uns keiner. Ich bin ein ruinierter Mann. Ihr Antrag kommt ziemlich ungelegen. Sie irren sich. Mit einiger Wahrscheinlichkeit, Lady, würde ich dann morgen früh aufwachen und tot sein. Naja, aber was für eine Nacht liegt vor diesem Morgen. Ich glaube, Sie haben Angst vor mir. Vor Ihnen? Sie sind eine Dame. Das ist es ja gerade. Das Sieb, das ich aus Ihnen mache, ist anders als das von Blackie. Ich würde durch Sie hindurchblicken bis auf den Grund Ihrer Seele. Und was würde ich entdecken? Deswegen, glaube ich, haben Sie Angst vor mir. Ich habe beschlossen, dir zu vergeben. Bist du krank? Ich bin ein Mensch, der vergibt und vergisst. Das sagt jeder. Und dann, wir sind Partner. Und Partner sind einander treu. Ich habe nicht nochmal 50 Riesen. Wie viel hast du? Nicht genug. Du hast ja gar keine Ahnung, wofür. Ich will es nicht wissen. Ich sag's dir. Wie stehen die Wetten für Amandas Gaul im nächsten Rennen? 40 zu 1, 50 zu 1, was weiß ich. Eine Idiotenwette. Ich spür's bis in die Knochen. Diesmal gewinnt er. Weißt du, wann er gewinnt? Wenn er der Einzige auf der Bahn ist und am Ziel anfängt, dann gewinnt er. Er wird gewinnen. Dann kauf ihm aber ein paar Scheinwerfer, denn bis der ankommt, ist es finster. Wunder gibt es immer wieder. Du willst ihn doppen. Ein kleiner Schuss vor dem Rennen. Und er fliegt wie der Wind. Garantiert. Für sowas haben die eine Nase. Die werden einen Test verlangen. Das Zeug können sie nicht nachweisen. Es kommt aus Europa. Welches Europa? Weiß ich doch nicht. Das hinter dem Ozean. Und wie willst du an ihn rankommen? Da sind doch eine Menge Leute. Wenn es soweit ist, ist nur der Stallknecht da und der guckt garantiert weg. Ist alles arrangiert. Hört sich zu leicht an. Wir werden dein ganzes Geld setzen und dann wird abkassiert, dass die Heide wackelt. Und wo ist der Haken? Kein Haken. Was wird aus dem Pferd? Sag ich doch, es gewinnt. Und was ist danach? Dann sammeln wir unsere Mäuse ein, feiern ein großes Fest und machen einen neuen Schuppen auf, aber nach meiner Fassung. Was wird aus dem Pferd? Es wird tot umfallen. Dann kaufen wir ihm ein neues. Hä? Wo kriegst du je wieder so eine Chance? Und es ist ungefährlich. Wer verdächtigt wohl Mrs. Amanda Worthington? Wer? Mir gefällt das nicht. Du hast nun mal für Tiere ein zu weiches Herz. Auch für gewisse Ladies. Aber darüber reden wir das nächste Mal, Freund. Lass mich da raus. Das kann ich nicht. Wir sind Partner. In üblen wie in guten Zeiten. So lange, bis der Tod uns scheidet. Schalt bloß nicht auf stur. Sonst bin ich vielleicht doch kein Mensch, der vergibt und vergisst. Alle? Du willst wirklich alle Jockeys bestechen? Ist das dein Ernst? Du musst den übernehmen, der versuchen wird, das Pferd zu doppen. Also weißt du, ich habe von der Bootsregatta gehört, wo sie einen Kerl geschmiert haben, vielleicht zwei. Aber alle zusammen? Du wirst legendär. Nimm aber jemand mit. Benny am besten. Und aus deiner eigenen Tasche. Erinnere mich nicht daran. Was nimmt denn so ein Jockey heutzutage? Das kommt drauf an. Und du kriegst einen Spitzenjockey natürlich nicht für dasselbe Geld wie ein Anfänger. Sowas gehört sich nicht. Und dann das Rennen nächsten Sonntag ist dazu noch ein Preisrennen. Ich habe nicht genug da.
Ich habe sogar gehört, dass es Jockeys geben soll, die sich gar nicht kaufen lassen. Wenn du mich fragst, ich habe das schon immer für ein Märchen gehalten. Ich glaube nicht mehr an Feen. Hey Mann, den Jockey auf Sir Galahad kann ich ja auslassen. Der soll denken, er gewinnt ganz regulär. Die anderen kosten dich genug, Moos. Wenn es nicht funktioniert, dann möchte ich nicht in deinen Schuhen stecken. Die marschieren direkt auf den Friedhof. Ich werde dir sagen, wenn es nicht hinhaut. Wenn einer von den Kerlen ehrlich ist. Die Wette steht 10-1 dagegen. Boston hat 3 Riesen genommen auf 40-1. Bald sind wir reich. Vogelsuche? Ich suche einen Freund. Ich bin ein Freund. Wie geht's zu Galahad? Prächtig. Er lässt dich grüßen und freut sich auf das Rennen. Willst du mal lecken? Ja, gerne. Mein Lieblingsschokoladeneis. Das ist Pistazie. Oh, ehrlich? Amanda, nach dem Rennen gebe ich ein kleines Festchen. Ich habe mir gedacht, wir gehen schön essen und nachher vielleicht in den Club. Danke, wir kommen gerne. Es war eine Einladung für einen. Oh, das tut mir leid, Blackie. Aber Sorrowful hat mich eingeladen und ich habe zugesagt. Oh, Mister, haben Sie mal Feuer? Oh, es wird Zeit zum Satteln. Willst du mit mir mitgehen? Ja? Na dann komm. Ganz ruhig, er macht das schon. Hier ist der Hof. Und die Bahn ist trocken. Ja, ja. Es kann gar nicht schief gehen. Er scheut immer noch am Gatter. Was ist das? Ich will auch auf Sir Galahad setzen. Ich will gewinnen, wie du. Von wem ist denn das Geld? Hab ich gewonnen. Gewonnen? Von Mrs. Clancy. Sie hat mir gezeigt, wie man Karten spielt. Canasta, Pinocchio und Schwarzer Peter. Ich habe 25 Cent gewonnen. Ich nehme von Kindern keine Wetten an. Steck dein Geld wieder ein. Außerdem will ich nicht, dass du um Geld spielst. Du könntest verlieren. An die Box, bitte. Willst du? Komm mal rein mit dir. Ganz ruhig, bleib ruhig. Und denk daran, in den Kurven keine Peitsche. Ja, gut so. Vorwärts, vorwärts, Junge, gleich kommt das Zeichen. So, Freundchen, mach mir keine Schande, ja? Vergiss nicht, ich hab auf dich gewettet. Und da ist die Fahne oben. Die Pferde sind in den Startboxen. Das war das Zeichen. Das war der Start. Alle Pferde sind gut weggekommen. Einzig Sir Galahad scheint Schwierigkeiten am Start gehabt zu haben. Bleib weit hinter dem Feld zurück. Jetzt die Nummer 3, Blackbird, unter Plummer, wird aber auch schon bedrängt von Texas Rose. Texas Rose, die Nummer 4, drängt in einer besseren Position. Sir Galahad rückt nun auf. Komm schon. Noch immer ein Anfang. Ganz knapp gefolgt von Texas Rose und Horatio. Deckel zurückgefallen, Sir Galahad. Jockey Snyder hat große Schwierigkeiten. Zuerst der schlechte Start und jetzt diese letzte Position. Ein Wechsel in der Führung. Texas Rose hat sich vor Amber gesetzt. Amber hat die zweite Position zu halten. Blackbird rein nach vorne. Was ist das? Sir Galahad spurtet und ist bei Horatio. Setzt er sich durch und ist in Führung. Sir Galahad führt. Reiß dich zusammen, lass ihn nach vorne. Nicht so laut, sonst merkt er was. Inzwischen ist Snyder mit Sir Galahad klar in Führung gegangen. Los, los, Sir Galahad führt. Zweiter Texas Rose, der jetzt einfach abgehängt hat. Ein ständiger Wechsel der zweiten und letzten Position. Die Nummer 5 bricht aus. Amber mit der Nummer 1 halb zurückgefallen und jetzt wieder auf. Die Führung von Sir Galahad ist gefährdet.
untersucht werden. Das Rennen kann nicht gewertet werden. Ja, aber wieso denn? Das betrifft sich ja nicht so gerne. Ich meine, hoffentlich nicht. Das gibt es nicht. Er hat gewonnen, regulär. Er hat niemanden behindert. Das tut er nie. Achtung bitte, die Nummer 6 in diesem Rennen, Sir Galahad, wird disqualifiziert wegen Abweichens von der Bahn. Er wird als letzter platziert. Er hat doch gewonnen! Er hat gewonnen, Sie haben recht, und das ist das Allerwichtigste, gewinnen. Vergessen Sie das nie! Wo wollen Sie hin? Warum laufen Sie weg? Wer läuft hier? Ich gehe doch nur mal mit ich ihr wohin. Ich muss ja gar nicht. Natürlich musst du wissen, Kind. Ich rufe Sie dann an. Ich will jetzt wissen, was passiert ist. Er hat gewonnen. Gewonnen? Disqualifiziert worden? Wieso? Sie wissen etwas, stimmt's? Sagen Sie es mir. Ist an dem Rennen etwas faul gewesen? Das habe ich nicht gesagt. Es war abgesprochen. Jemand hat an dem Rennen gedreht. Wer tut denn sowas? Sie! Wer bin ich? Sie müssen mich verwechseln. Ich rufe Sie wieder an. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich habe ihm das Leben gerettet. Also haben Sie dran gedreht? Nicht ohne Grund. Sie dachten, ich wollte gewinnen, egal wie. So also denken Sie von mir. Für wen habe ich getan? Für wen? Sie haben doch auf ihn gesetzt, nicht wahr? Sie selbst wetten nie, aber heute wollten Sie hier abkassieren. Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Ihnen ist jede Ausrede recht. Das ist die Wahrheit. Oh, ich finde Sie abscheulich. Sie wollen ja nicht zuhören, Sie wollen streiten. Hier, halten Sie sie. Sie muss jetzt endlich mal. Ich muss immer noch nicht. Dein Freund hat sich aber schnell verdünnisiert. Willst du noch Karten? Ich meine, um Geld? Das sehe ich gar nicht gerne. Aber ich gewinne. Darauf kommt es nicht an. Ich weiß verdammt gut, was aus Leuten werden kann, die spielen. Du spielst auch. Ich bin kein Spieler. Ich investiere nur. Noch dazu bin ich älter als du. Wie viel hast du schon gewonnen? $1.12. Hat sie auch bezahlt? Mrs. Clancy hatte nur $1. Da hat sie mir einen Schuldschein gegeben für den Rest. Ich kenne mich aus mit den Schuldscheinen von Mrs. Clancy. Hör zu, ich wollte dir sagen, dass ich von hier weg will. Nein? Du auch. Du kommst mit mir. Wohin fahren wir denn? Genau weiß ich das noch nicht. Jedenfalls in eine andere Stadt. Chicago zum Beispiel. Ich buchstabiere jetzt Chicago. Lola hat's mir gesagt, ein Hündchen hat geweint, denn es fand kein Klo. So buchstabiere ich Chicago. Alle Achtung, du bist schlau. Ich kann das mit New York. Ein Pferd ohne Floh, eine Buddel ohne Kork, genauso buchstabiere ich New York. Hey, du verknotest den Anzug. Was wird's denn so witzig? Ist doch nicht so lustig. Benny hat's mir beigebracht. Ich weiß nicht, ob das hier so ganz die richtigen Lehrer für dich sind. Auf alle Fälle ist es besser, du gehst, und zwar vor dem Schlussexamen. Fährt Amanda denn auch mit uns? Hat sie dich nicht mehr lieb? Darf ich hereinkommen, Mrs. Clancy? Hallo, Sorrowful. Na, ein bisschen frische Luft schnappen? Das muss ich sagen, ein niedliches kleines Ding. Ich kann verstehen, dass Sie sie behalten haben. Mrs. Clancy, würden Sie das Kind bitte anziehen? Was bist du denn hier, Blackie, so nah hinter dir her? Renningen hat die Kleine. Oh, das ist gemein. Das Gericht soll morgen entscheiden, in welches Waisenhaus sie soll. Willst du nicht erst mal frühstücken? Blackie hat ihm den Tipp gegeben.
Das hätte ich keinem zugetraut. Nicht mal Blackie. Er weiß natürlich, dass ich zu der Verhandlung gehe. Was soll das sein? Ich will doch nicht Hockey spielen. Ein Restposten. 6 Stück, 10 Cent. Du darfst da nicht hin morgen. Geht nicht anders. Aber vorher muss ich mir leider Blackie vornehmen. Dafür musst du jemand engagieren. Du kannst ja bei der Knarre nicht mal vorn und hinten unterscheiden. Ich hab diesen Neffen in Brooklyn. Na, umlegen will ich ihn nicht. Ja, dich aber. Ich bin ein feiner Mensch und er nicht. Und ich bin klug. Also werde ich seine Schwächen ausnutzen. Was ist das Mieseste an Blackie? Er singt. Er ist ein Angeber. Er will doch immer vorführen, was für ein Ass er ist. Er kann dich tatsächlich in die Kiste schicken. Ich werde ihm schon zeigen, was für ein Ass er ist. Ich habe eine Nachricht für Sie von Sorrowful Jones. Er will mir sicher sagen, wohin ich den Leichnam schicken soll. Er lässt sagen, er will Sie heute Mittag um 2 Uhr treffen, am Pier 24. Um diese Zeit nämlich wird er Sie in den Fluss werfen. Genauso wie er es schon mal gemacht hat, woran sich wohl jeder hier erinnert. Sag Sorrowful, es war eine nette Idee. Aber ich gehe so ungern spazieren. Er lässt doch sagen, wenn Sie nicht kommen, dann beweist das nur, dass Sie immer noch dasselbe Arschloch sind wie früher. Da sagt Sorrowful. Und zu feige, ihn in einem Kampf zu begegnen, der fair und offen sein wird. Was man im Grunde nur erwarten kann von einem Menschen, der fähig ist, Leute an die Bullen zu verraten. Besonders ein kleines Kind. Na, du Feigling. Mach's dir doch nicht selber schwer. Du willst doch nicht lange leiden, oder? Ich bin froh, dass du meine Herausforderung angenommen hast. Ich nenne dir jetzt meine Bedingungen. Was heißt Bedingungen? Du hast doch gesagt, du wirfst mich in den Fluss. In einer Minute. Bedingungen gehören zur Regel, du Blödmann. Eine Herausforderung ohne Bedingungen, das gibt es nicht. Das müsstest du wissen. Merkt ihr nicht, was hier los ist, ha? Er ist drauf und dran, sich zu rüsten. Okay. Wie sind die Bedingungen? Ja, ich gehe mit. Ich schmeiß dich ins Wasser und du hörst auf, mich erledigen zu wollen. Also wer ist es? Wer will sich hier drücken? Was ist, wenn du ins Wasser fliegst, ha? Was passiert, wenn das passiert, ha? Dann hörst du auch auf. Hey. Hör zu. Ich freue mich auf deinen Tod. Angenommen, du wirfst mich da rein, dann kriegst du mein Geschäft. Ich bin kein Buchmacher. Na ja, und? Dann verkaufst du eben den ganzen Plunder. Ist ganz schön was wert. Was denkst du denn, wo ich die 50 Riesen her hatte? Ich habe keinen Schokoladenladen geknackt. Oh, damals war ich erst 10. Oh, du brauchst unbedingt Geld, Becky. Schulden in Milwaukee, in Miami, in Chicago. Und die Brüder warten nicht mehr lange. Wenn du nicht bald zahlst, dann brechen sie dir die Knochen. Wer drückt sich denn nun schon wieder? Ich will dir doch nur zeigen, was für Vorteile du durch mich hast. Wenn ich tot bin, nütze ich dir doch nichts mehr. Ich kann dich da raushauen. Es sei denn... Und das könnte ich gut verstehen. Du hast Angst. Du schaffst es nicht, mich da reinzuschmeißen. Und wenn du mir einen Arm auf den Rücken bindest? Blackie, in der höchsten Zeit. Komm her. Ich hab aber überall erzählt, dass ich dich erledige. Du hast eben deine Meinung geändert. Du kannst dir das leisten. Du bist nicht Herbert Hoover. Ich werf dich also in den Fluss und du gibst mir deinen Laden. Und ich habe in Zukunft keine Angst mehr, wenn ich nachts rausgehe. Ganz genau.
Deine Moneten für dein Leben, hä? So wie in alten Zeiten, hä? Wenn du mich reinwirfst. Ehrlich, die zwei Puppen haben dich verdammt weich gekocht. Auf so einen Handel hättest du dich früher nie eingelassen. Also? Also was? Nimmst du die Bedingungen an? Ja, ich nehme sie an. Und wann geht es los? Oh, Mann, da! Jetzt! Hast du das gesehen? Wo sind wir, der so eine Faust hat? 25 Centstücke wollte ich! Die Zehner waren aber billiger. Weiter, Leute! Was soll das? Das ist doch mal nach Hause heute! Ach, wir setzen uns schon auf Sauropol! Natürlich! Wieso mich die denn mit? Weiter! Mann, das haben wir doch nicht lang noch! Angriff! Auf die Blackie! Ja, das ist er! Ach, was, nicht mehr drin? Der kann nicht mehr drin! Und wieder ran! Ein Kind, weiblich, Carter, Alter 6, Eltern verstorben, keine weiteren Verwandten. Möglichkeit von Pflegeeltern wird noch erwogen. Empfohlene Unterbringung, Hafenrest Waisenhaus. Sonst noch etwas über diesen Fall? Eine Routinesache. Euer Ehren, sind Sie für den Fall zuständig? In gewisser Weise, Euer Ehren. Von welcher Kanzlei sind Sie? Von keiner, Euer In Ehren. In welchem Verwandtschaftsgrad stehen Sie zu dem Kind? In keinem, Euer Ehren, aber... Was wollen Sie dann hier? Ich würde Sie gern adoptieren. Warum? Ich habe Sie sehr gern und ich möchte für Sie sorgen und ihr ein Heim geben. Sind Sie verheiratet? Verwitwet, Euer Ehren, aber ich habe Referenzen. Das kann ich mir vorstellen. Sie sind eine sehr attraktive junge Dame, aber... Sie tropfen meinen Zeugenstand voll. Ich bekenne mich schuldig. Ich bin ins Wasser gefallen. Du kennst diesen Mann? Sind Sie wegen dieses Kindes hier? Ja, Madam. Sie dürfen mich mit Euer Ehren anreden. Ja, Euer Ehren. Ich wünsche, diese Minderjährige zu adoptieren. Aha. Danke. Ist Ihnen bekannt, dass Mrs. Worthington, Euer Ehren, Mrs. Worthington auch das Kind adoptieren will? Dann fragen Sie nach den Wohnverhältnissen für das Kind, Euer Ehren. Ich habe ein wunderschönes großes Haus, Euer Ehren. Ihr kennt es. Es gibt viele Zimmer und einen großen Garten. Das ist mehr, als Sie haben. Fragen Sie, was da nachts vor sich geht. Das interessiert mich sehr. Glücksspiel. Im Ernst? Eine regelrechte Spielhölle ist das. Oh, also dann fragen Sie ihn erst mal, was für einen Beruf er hat. Ich bin ein Buchmacher. Dichtung oder Wahrheit? Er ist ein Spieler. Er ist kein Spieler. Er investiert nur. Aber im Ruhestand. Ha, im Ruhestand? Es gibt gewisse Geschäfte, die nicht gut sind für ein Kind. Sie wissen am besten, was ich meine. Sind Sie verheiratet? Verheiratet? Haben Sie eine Frau? Eine, die das Glück hat, bei Ihnen zu wohnen, für Sie zu kochen, die die Wäsche für Sie macht, auf die Kinder aufpasst, Ihnen zur Seite steht und bei Ihnen schläft. Haben Sie etwas in der Art? Lieber würde ich tot umfallen. Dadurch wird der Fall problematisch. Ich bin nämlich der Ansicht, ein Kind braucht Vater und Mutter, nicht nur einen von beiden. Oh, aber das ist doch lächerlich, Euer Ehren. Wo ist denn da der Sinn? Verheiratet zu sein ist noch lange keine Garantie. Bei einem allein geht's ja viel besser. Es tut mir leid, aber das ist meine Ansicht. Es tut mir wirklich leid. Euer Ehren, gestatten Sie uns eine Minute. Eine Minute. Wir werden das draußen diskutieren. Sie haben genau eine Minute. Kommen Sie. Wollen Sie in so einem Fall auch wieder nur an sich denken? Ist das vielleicht ein Antrag? Ich will nicht, dass Sie das Kind ins Asyl schicken. Das klingt ja wirklich betörend. Also was ist, ja oder nein? Sie hauen ein Mädchen glatt von den Füßen. Ich brauche eine Antwort. Natürlich, rote Rosen habe ich nicht. Die Antwort! Aber ja! Okay, wir können uns sofort scheiden lassen, wenn wir verheiraten. Was, nein? Um mich scheiden zu lassen, will ich Sie nicht heiraten. Ach nein?
Sie machen viel mehr Schwierigkeiten, als Sie es wert sind. Es wird sehr anstrengend sein, aus Ihnen etwas Menschenähnliches zu machen. Gott sei Dank bin ich zufällig total verliebt in Sie. Und wenn Sie nicht so ein egoistischer, egozentrischer Idiot wären, der Sie nun verdammt nochmal sind, dann wüssten Sie, dass Sie ihrerseits allerdings aus besseren Gründen in mich verliebt sind. Und wenn du mich heiratest, dann wird es für immer sein. Es ist besser, du weißt das vorher. Dürfte ich das Gericht stören? Euer Ehren, wie sind die Chancen, das Kind zu kriegen, wenn ich diese Dame eheliche? 11 zu 10, sicherer Tipp. Es ist alles klar. Es ist das Romantische an Ihnen, das Sie so unwiderstehlich macht. Also wissen Sie, wenn ich jemand anderen finden würde, oh, der... Oh, wer nimmt dich? Das wird dir noch leid tun. Ich weiß. Hat Blackie dich ins Wasser geworfen? Den mache ich noch fertig, ehe er sich umdreht. Ich bin ausgerutscht. Und wegen deinem Pferd. Ich vergebe dir. Was vergeben? Ich habe ihm das Leben gerettet. Du brauchst nicht mehr zu lügen. Ich vergebe dir. Es gibt nichts zu vergeben. Das kommt noch.